Wieder 2 Wochen vergangen, 2 Wochen, in denen wir für euch wieder die neuesten Infos aus dem nationalen und internationalen Musikgeschehen gesammelt haben, um euch auch in dieser Rockblock-Ausgabe wieder optimalst mit Musiknews versorgen zu können. Also Augen und Ohren auf, los geht's! Die obersteirische Dark-Metal-Band Santos hat einen Teaser zu ihrem kommenden Album Metum veröffentlicht. Das Ding erscheint im Frühjahr 2017. Pflichttermin aus Wien releasen nach 9 Jahren Bandgeschichte nun ihr Debütalbum Kopfkino. Und ihr könnt die Songs auch gleich live erleben, nämlich am 11. November bei der Album-Release-Show im Andino in Wien. Fleißig im Studio sind die Alternative-Rocker Colors of Monochrome, da wird's bald was Neues zu hören geben. Auch der Grazer Rapper Retainer Hitokiri ist im Studio und recordet neue Tracks. Und Chaos Alarm arbeitet fleißig an neuen Songs für ihr Debütalbum, da sind wir bereits gespannt. Die Death-Metal-Band Halo Creation startet im November mit den Vocal-Aufnahmen für ihr Debütalbum. Die Surrecades haben ihr Album Lizard Garden zur Gänze auf YouTube gestellt. Die Links findet ihr auch auf der Facebook-Seite der Band. All Faces Down veröffentlichen ihr neues Album Forevermore am 1. November. Draufgepackt haben sie 11 Tracks, außerdem stehen 2 Nummern auf iTunes zum Download bereit. Eine neue Nummer plus dazugehöriges Video gibt's bald von Liebig. Gingerbread ist eine Weihnachtssingle und wird als Download erscheinen. Und auch bei Parkbench Drive steht ein Videodreh auf dem Programm. Sie drehen mit den Upper Styrian Rhinos einen neuen Clip. Da kommt was Großes auf uns zu. Viel Neues gibt's auch bei unserem Partner Napalm Records. The Answer veröffentlichen ihr neues Album Solace. Draufgepackt haben sie 11 Tracks, außerdem gibt's zum Titeltrack auch gleich ein neues Video. Auch von Drescher gibt's ein neues Video, First Blood findet ihr auf YouTube. Das neue Album Steinfeld erscheint am 18. November. Mortillery releasen ein neues Video zum Song Shapeshifter. Es ist die 3. Auskopplung aus dem gleichnamigen Album, welches heuer erschienen ist. Metallica veröffentlichen nach dem Titelsong Mouse into the Flame mit Atlas Arise bereits die 3. Single aus der kommenden Platte Hardwire to Self-Destruct. Das Ding erscheint am 18. November. Iggy Pop veröffentlicht zu seinem aktuellen Album Post-Pop Depression eine Live-CD-DVD. Mit The Passenger und China Girl sind bereits 2 Videoauskopplungen auf YouTube zu sehen. Muse wollen auf ihrer nächsten Tour schweben. Laut ihrem Tourmanager wollen die Alternative Rocker bei kommenden Konzerten mittels Magneten auf der Bühne schwebend spielen. Technikeinsatz zeigte die Band bereits bei ihrer vergangenen Tour, indem sie Drohnen über den Köpfen des Publikums aufsteigen ließen. Mal sehen, wie das beim Publikum ankommt. Die Festivalsaison ist schon eine gefühlte Ewigkeit vorbei, aber kein Grund zur Traurigkeit. Fad wird's nämlich trotzdem nicht. Es gibt einen Haufen von Events und Konzerte, die ihr nicht versäumen solltet. Irish Speedfolk von Fiddler's Green gibt's am 5. November im Sublime in Afflens. Karten gibt's unter www.sublime.at. Beginn ist um 22.30 Uhr. In der Pumpenfabrik in Kapfenberg gibt's am 5. November Metal mit Vinegar Hill. Support kommt von Hyperion, Remind und High Decibels. Einlass ist hier um 18 Uhr. Am 12. November gastieren All Faces Down mit ihrer neuen Platte in der Porubsky-Halle Leoben. Mit dabei haben sie Leon's Massacre, Off Fate und Dead Time Stories. Beginn ist um 18 Uhr. Der Singer-Songwriter My Little Tale gastiert am 19. November im Sublime in Afflens. Support kommt hier von Axe Attack. Los geht's um 22 Uhr. Ab 25. November heißt es wieder Van in Sodom im Club Vakuum in Graz. Live on Stage, Insane, Diamond Falcon und The Phobos Ensemble. Beginn ist um 20 Uhr. Am 3. Dezember steigt beim Our City, Our Sound der erste Karaoke-Bash im Haus der Begegnung am Schirmitzbüdel. Außerdem gibt's Mucke von Turbobier, Disguise, Dante Gerti und High Decibels. Los geht's um 16 Uhr. Ebenfalls am 3. Dezember steigt im House of Tolerance in Mürztuschlag die Hot Hellish Night. Live on Stage, Spasm, Tarkfall und viele mehr. Ab 17 Uhr geht's los.
Contact High sind für euch Rockblocker schon lange keine Unbekannten mehr. 2008 gegründet, 2013 ist die erste EP On The Run auf den Markt gekommen und jetzt ist es soweit. Das erste voll ausgewachsene Album ist da. Lessons From Defeat heißt das gute Teil und das stellen wir euch jetzt im Feature vor. Contact High muss man ja nicht mehr wirklich vorstellen, wohl aber ihr Debütalbum Lessons From Defeat und das haben wir Markus und David, damit ich es richtig drauf kriege, mitgebracht. Und über dieses Album werden wir jetzt ein bisschen plaudern. Ihr habt ja das Album bei Dom Zwanziger in den Stress-Studios in Graz aufgenommen. Wie war es, mit ihm zu arbeiten? Ja, also für uns war das ein totaler Glücksgriff. Also über den Dom Zwanziger, den braucht man, glaube ich, wenn man uns nicht vorstellen muss, dann den Dom Zwanziger schon gar nicht. Also für uns war es ein totaler Glücksgriff, weil auf dem Niveau mit jemandem zu arbeiten für ein Debütalbum ist einfach für eine relativ unbekannte Band in der Region, glaube ich, einzigartig. Jetzt habt ihr auf die CD 10 Nummern draufgepackt. Gibt es da irgendwie so einen Überbegriff, ein überbegriffliches Thema oder ist es einfach, sind es quasi Einzelsongs? Ja, es gibt, also übergreifendes Konzept gibt es nicht. Es sind schon wiederkehrende Themen, eben der im Titel genannte Verlust oder das, das Gefühl, irgendwie im Leben zweiter zu sein, ist, glaube ich, so ein wiederkehrendes Thema in den Lyrics. Ja, und halt so Themen wie Sozialkritik und so weiter sind schon wieder Sachen, die uns, die uns immer beschäftigen und die sich dann auch in den Themen der Songs wieder spiegeln. Ihr hattet ja anfänglich den Plan, das Ganze auf Band aufzunehmen. Das passiert ja prinzipiell eigentlich jetzt in den Studios nicht mehr so häufig. Habt ihr das dann schlussendlich gemacht? Nein, das haben wir dann im Endeffekt nicht gemacht. Wir haben es dann der Einfachheit halber trotzdem digital, aber über einen analogen Tisch aufgenommen. Und ja, es war einfach für den Workflow angenehmer und darauf haben wir uns dann im Endeffekt geeinigt. Wir haben dann das Album lange im Studio vorproduziert, mehr oder weniger. Also wir haben uns wirklich hingesetzt und ausgedacht, welche Sounds das wir verwenden wollen. Wir haben so Kleinigkeiten einfach einbaut, die dann, die es schwierig gewesen wäre, wenn man so ein mit so einem Material wie Band arbeitet, dann wirklich einzubauen, weil der Prozess natürlich ein anderer ist und du dann etwas limitierter mit den Edits bist und so weiter. Jetzt hast du mir ja vor im Vorgespräch schon kurz erzählt, ihr habt jetzt auch nicht live aufgenommen, sondern Instrument für Instrument, damit auch für die Gitarrenparts natürlich mehr Platz ist und auch mehr Platz für Arrangements ist. Wie war das schlussendlich dann? Ja, also es sind irrsinnig viele Kleinigkeiten drauf. Wir hoffen, dass das auch so dann rauskommt beim Hören, dass das wirklich sehr viel Layers hat, das Album. Und genau deshalb ist es auch kein Live-Album, sondern tatsächlich ein mehr oder weniger klassisches Studio-Album, weil sich einfach diese Unzahl an unterschiedlichen Gitarren-Sounds, Gitarren-Verstärkern, Percussion-Tracks einfach in einer Live-Situation so nicht ausgegangen werden. Also das. Wo bekommt man jetzt so ein Album überall? Ja, prinzipiell einmal bei uns. Also einfach die Bandmitglieder anschreiben, dann kann man es im physischen Medium erhalten und sonst sind wir auf den klassischen Internetmedien vertreten, also Bandcamp, iTunes, Spotify, Amazon und Tidal sogar. Also wirklich überall. Ja, und sonst einfach uns anschreiben oder bei Konzerten anquatschen, wir haben es jetzt sicher länger mit. 10 Tracks sind am Album drauf. Es ist kein Konzeptalbum, das haben wir schon gehört, aber das Artwork zieht sich durch. Da steckt ein Konzept dahinter quasi. Ja, also wir haben das mit einem befreundeten Künstler von uns zusammen gemacht, der Pepe, und wir finden also grundsätzlich, das Artwork ist extrem gut geworden und deshalb wollten wir das auch nochmal quasi herzeigen. Es stimmt, es ist zwar kein Konzeptalbum, aber ein Konzeptartwork, das wir mit ihm zusammen erarbeitet haben und quasi mehr oder weniger die Kunstfigur, die im Cover ist, hat er erfunden und im Innenleben wird dann quasi die Welt dieser Figur ausgebreitet. Jetzt kriegen wir auch eine Kostprobe, das habt ihr beim Fabian im Wald- und Wiesenstudio aufgenommen. Welche Nummer wird es denn sein? Die Nummer ist Vienna, Texas.
Es ist in einer Hinsicht eine sehr typische Nummer fürs Album, weil sie viele Teile hat, weil sie viele coole Gitarrensounds hat und weil sie wahrscheinlich jetzt auch von der Länge her nicht unbedingt ein typisches Pop-Format ist. Aber wir glauben, dass es ein sehr guter Track geworden ist und deshalb gibt es ihn da jetzt zu hören. Ja, und davon lassen wir uns jetzt überzeugen.
Sehr cool. Daumen hoch für Contact High. Tja, und damit sind wir, so leid es mir auch tut, schon wieder am Ende unserer Rockblock-Ausgabe angekommen. Wie immer an dieser Stelle, danke fürs Einschalten, fürs Reinklicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, baba.